So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir in den Shop reingehen, muss ich erstmal wieder drei Leuten danken, nämlich dem lieben Zampal, dem lieben Hans und dem lieben Marius. Erstmal vielen Dank, dass ihr jetzt auch zur Familie gehört. Grüße gehen natürlich an der Stelle raus an euch drei. Und ihr wisst ja, willkommen in der Familie. So, dann dadurch haben wir jetzt die 30 Mitglieder erreicht, was bedeutet, wir bekommen ein neues Emoji. Das werde ich aber gleich nach dem Video erstmal raussuchen. Wir haben uns dazu entschieden, dass es ein Lama wird. Werde ich schon mal irgendwie, irgendwo werde ich eins finden. Also wird ja schwer sein, in Fortnite irgendwie ein Lama zu finden. Aber wir wissen ja, wie es in-game ist. So, dann wegen der Skin-Verlosung, nicht wundern, wird natürlich immer noch gemacht. Jedes Mal, wenn ich eine Solo-Runde gewinne, bekommt halt irgendeiner meiner Mitglieder einen Skin geschenkt. Ihr müsst dafür allerdings halt natürlich im Stream sein, um an der Verlosung dann teilnehmen zu können. Aber ich denke mal, die meisten sind eh da, wenn man unseren Chat inzwischen anguckt. Der ist einfach grün. Einfach grün. Grüner als jede Sommerwiese. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ah ja. Ah ja. Bevor wir aber auf die neuen Skins eingehen, gehen wir erstmal auf den alten Kram ein. Einmal haben wir dann wieder Ravenpool drin. Der Skin gefällt mir immer noch. Nee, ich weiß nicht, ob ich ihn mir holen soll. Weil ich halt, das Problem ist, ich habe ja den Original-Skin nicht, sondern nur die Eis-Variante. Aber ich feiere halt die Variante schon. Ich sag ja. Und ihr seht ja oben rechts, ein bisschen V-Bucks aufgeladen. Wem habe ich dazu verdanken? Natürlich euch. Und in allererster Linie auch denen, die meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack, wer da ein bisschen Support da lassen will, gerne wieder eintragen. Danke dafür. So, und dann haben wir Kuschelpool immer noch drin. Ah, das ist ein, also der, wenn ich die Wahl hätte zwischen zwei Skins, dann würde ich aber definitiv Ravenpool holen. Dann haben wir Drachenhorn noch mit drin. Den gefühlt alle feiern, die den haben. Aber ich weiß nicht, ich finde sie komisch. Ich mag nicht, also wenn hängt, will ich unterm Kleider hängen. Weil mich irritiert das so dermaßen, wenn wir in die Runde reingehen, dass ich da auf dem Kleider bin, anstatt unter dem Kleider. Dann haben wir natürlich wieder Chimichanga drin. Ja. Gucken, ob die kochen kann. Sieht nicht so aus. So, dann haben wir natürlich Flott unterwegs. Also wer es noch nicht hat, denkt dran, es wird OG werden. Wenn diese Marvel-Sache mit Deadpool vorbei ist, der wird nie wiederkommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zwischendurch mal sowas reinhauen. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Und danke auch da nochmal an den lieben Hans, der mir das Ganze geschenkt hat. Grüße gehen auch daraus. Und dann haben wir die Pickaxe noch drin. Beziehungsweise die Pickaxe. Aber die feiere ich halt nicht so. Ich finde die einfach zu groß, auch in-game. Dann das große Skin-Paket. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Pakete ein, nicht auf die einzelnen Skins. So, das gibt es immer noch für 2000 V-Bucks. Dann das hier kostet nicht 4.500, sondern 3.000. Nur warum dann hier bei mir halt 4.500 steht, keine Ahnung. Aber das würde halt 4.500 kosten, wenn ihr alles einzeln kaufen würdet. Also lasst euch nicht täuschen vom Preis. Bei euch steht da halt 3.000. Dann viele hatten gefragt, welcher Skin gefällt mir von diesen drei am besten? Eindeutig der Skin hier. Der ist zwar auch okay, der ist eigentlich auch nicht so. Also mir gefallen alle drei Skins. Machen wir es mal kurz und bündig. So, dann haben wir hier noch das Rückenaccessoire, das Rückenaccessoire und das Rückenaccessoire. Klar, der hier ist natürlich ein bisschen breiter geraten, würde ich mal sagen. Aber definitiv spielbar. Wir haben gestern auch mal eine Runde mit dem gespielt. Ist ganz okay, würde ich sagen. Dann haben wir die Pickaxe. Warte mal. Haben wir da kein Paket mehr für? Was habe ich? Das war der Rückleiter. Warte mal. Das war das Paket. Ah, hier. Für 2000 V-Bucks bekommt ihr halt den. Ne, das ist ein Erntewerkzeug. Ich habe es in-game immer noch nicht gesehen. Also, ich muss einfach mal gucken, wie das Ding in-game aussieht. Aber na, für 2000 V-Bucks alles. Klar, man spart eine Menge V-Bucks. Aber ist es das halt wirklich am Ende wert? Weil hier die zwei Pickaxe. Naja. Das Einzige, was natürlich reizt, ist die Pickaxe und der Gleiter, aber dafür dann 2000 V-Bucks. Ach, muss jeder für sich selber entscheiden. So, das waren jetzt so die alten Sachen. Und dann kommen wir mal zu den ganz alten Sachen erstmal und dann zu den neuen. Ihr seht schon, heute kam wieder einiges neu rein. Da haben wir einmal den Spähranger für 800 V-Bucks.
Also sollte ich heute eine Runde, so eine Solo-Runde gewinnen, wäre natürlich auch das ein Gewinn. Dann haben wir des Weiteren. Der Deckeltritt ist wieder zurück. Ah ja, sie kann es schon mal nicht. Hä? Ist der nicht normalerweise anders? Das ist ein. Hä? Gab es denn in zwei Varianten? Einmal, wo die den Deckel wegtritt und einmal so? Eigentlich tritt die doch den Deckel weg, oder? Der hier Ding hier kenne ich gar nicht so. Aber der steht auch nicht als neu drin. Dann haben wir Inselstimmung mit drin. Urlaubsfeeling. Dieses Jahr ja wahrscheinlich bei jedem auf Balkonien. Dank Corona. So, dann haben wir doppeltes Spiel. Der Skin ist immer noch nice. Also ohne Quatsch, mit dem Skin kann man eigentlich auch nichts Schlechtes sagen. Definitiv zu gebrauchen, würde ich sagen. Aber die Augenklappe. Na, die hätten sie fast weglassen sollen. Dann wäre das Skin noch besser. Dann natürlich mit passendem Rückenaccessoire. Dann haben wir des Weiteren den Schalenschläger. Naja, der ist Brauch. Ah, ist halt eher so ein Fun-Erntewerkzeug, aber für 800 V-Bucks. Naja. So, dann haben wir Crazy Boy. Die Musik ist nice. Die hätte ich jetzt gerne als Hintergrundmusik. Weil die ist wirklich nice. Doch, die als Hintergrundmusik. Die hätte was. So, dann haben wir den Nullpunkt drin. Ja, ich sag ja, was die Lackierung betrifft, da ist das Thema bei mir eigentlich so weit durch. Mal acht, also inzwischen achte ich komischerweise wieder doch ein bisschen mehr drauf, weil wir einfach so oft drüber reden. Aber naja, muss, wie gesagt, auch da jeder für sich selber entscheiden. Zu dem Skin kann ich nur sagen, er ist ein nicer Skin, aber ich spiele ihn halt komischerweise nicht oft. 2000 V-Bucks bezahlt, ja, aber benutze ihn nicht. Man kennt ihn. Dann haben wir noch drin, jetzt kommen die neuen Klingen. Ja, die sehen, ja, doch. Ja, das Problem ist, was die Erntewerkzeuge betrifft, entweder haben wir immer Einhand irgendwas, jetzt Zweihand, aber die Zweihand sehen gefühlt alle gleich aus. Irgendwie, weiß ich nicht. Okay. Der Mr. Bark. Ist das ein Löwe? Löwe oder ein Hund? Seht ihr das? Also ich erkenne da ein Tier. Ich weiß nur nicht welches. Oder bin ich. Ich weiß nicht, könnte auch ein Hund sein, von den Ohren so, da die Stirn, hier das Fell, da die Augen. Also ich sehe da irgendwie einen Hund. Ausgehen ist nicht schlecht. Und für 1200 V-Bucks definitiv okay. Dann haben wir noch drin, wieder einen Pickaxe. Ja. Das ist halt dann, wenn du kein Geld mehr hast, dann musst du eine Pickaxe nehmen aus zwei Messern. Ehrenmann. Und die nette Dame. Sieht so ein bisschen verkappt wie aus wie die Frau aus Kill Bill. Na, Rückenaccessoire ist auch nicht schlecht. Und, aber die Schuhe. Die Schuhe sind mal. Heieiei. Der Skin echt wie aus Kill Bill. Ist doch Kill Bill. Och, die Frau mit der Augenklappe. Nur halt ein bisschen jünger hier. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Denkt dran, gern Creator Code eintragen, YT-FamilyHack, um ein bisschen Support da zu lassen. Wir gehen jetzt noch schnell rüber zu Rette die Welt, gucken, was da so abgeht. Aber da muss ich leider schon vorweg sagen, es gibt auch heute wieder keine V-Bucks-Missionen. Also da sind sie jetzt gerade wieder ein bisschen geizig. In Battle Royale hauen sie einen guten Skin nach dem anderen raus, aber Rette die Welt bekommt halt das neue, was heißt neue Event? Das Event gab es ja schon mal. Das Blockbuster-Event. Aber so wirklich V-Bucks gibt es in Rette die Welt derzeit nicht. Aber warum auch nicht? Denn wir sollen nur ja Geld ausgeben, anstatt das uns zu erspielen. So, dann laden wir schneller hier Rette die Welt. Zack, zack, zack. Sag nicht, mein Spiel hat schon aufgehangen. Oh oh. Ah, ich dachte schon. Ah ja, 20 Gold, also dafür lohnt sich das Einloggen, definitiv für 20 Gold, beste Leben. So, wie gesagt, V-Bucks-Missionen haben wir leider keine. Lama, bei mir glücklicherweise wieder keine umsonst.
Schleuderaffe wird jetzt sagen, muss man sich kaufen, wegen den zwei Anführern. Und dann haben wir wieder einen Trollschatzlama drin. Im Shop hat sich, glaube ich, oh doch. Im Shop ist der neu drin, ne? Aber ich spiele ja kein Ninja, von daher für mich wiederum nicht so interessant. Ah, der Eierwerfer ist wieder drin. Ich weiß gar nicht, ob die Skizze. Das Problem ist halt echt, man weiß auch nicht, was hat man in der Sammlung drin, was nicht. Also das nervt mich dann schon ein bisschen. Eigentlich müsste da halt klipp und klar stehen, wurde schon erlernt. Entweder hat man die Skizze oder ist in der Sammlung drin. Das würde ich mir einfach wünschen. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne, haut rein.